Ja, können Sie uns erzählen, Sie haben das gestern miterlebt, zumindest gehört. Können Sie uns aus Ihrer Sicht erzählen, was Sie da erlebt haben? Ja, also ich war gegen Mittag da, noch eben berufsbedingt. Und dann hat es auf einmal irrsinnig angefangen zu vibrieren. Geschäbert ohne Ende und es kam immer näher und dann gab es eine weiße Wolke. Und natürlich sind dann auch Styropor-Sachen von der Fassade geflogen. Und irgendwann habe ich den Mut gefasst und bin rausgegangen, habe mir das Szenario dann angesehen und den Leuten, dessen es Zustand erlaubt hat, erste Hilfe geleistet, also mit Getränken, Sitzmöglichkeiten etc. Ja. Die schwerer verletzt waren, da hat sich die Rettung ja, innerhalb von Minuten war sie ja vor Ort und hat sie dann eben betreut. Sie haben ja wahrscheinlich auch gesehen, dass die Fahrerkabine eingeklemmt war, ja, genau. Hier. Wie lange hat das gedauert, bis der befreit wurde? Zeit ist relativ, gell, wenn man überhaupt so in einem leichten Schockzustand ist. Ich würde es auf 10, 15 Minuten schätzen, aber nehmen Sie mich da nicht bei Wort. Wie gesagt, wir waren alle in einem Ausnahmezustand. Ja. War ja für jeden. Ja. Sie hätten nie damit gerechnet, oder? Wahrscheinlich, dass das jetzt passiert hier. Nein, eigentlich nicht. Also die Frage ist, warum das passiert ist, die stellt sich natürlich. Was die Ursache war, ist natürlich, das gilt es von den Experten zu klären. Ja. Die Polizei behauptet, dass der Fahrer mit dreifach überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist. 45 statt 15 km/h. Ui, das wusste ich nicht. Überrascht, also ja, dreifach ist dreifach. Ja. Dann ist es wenig verwunderlich. Ja. Aber ja, ich hoffe, es geht ihm auch gut, dem Fahrer. Hätte er das Ausmaß gekannt, hätte er es wahrscheinlich nicht so übertrieben mit der Geschwindigkeit. Er behauptet, er hat einen Blackout gehabt. Aber ist von Ihren Geschäfts, von Ihren Lokalitäten hier irgendwas beschädigt worden auch? Nein, beschädigt nicht. Wie gesagt, und selbst wenn, wäre das ja nur materiell. Solange Mensch und Leben nicht irgendwie versehrt worden sind, ist das alles nur materiell trotzdem. Und hinten anzustellen, trotzdem wir ein Bestattungsunternehmen sind.